Leute stoppen dafür Netflix, opfern unterwegs ihr Datenvolumen und auch auf Schulklos wird die Serie gerüchteweise geschaut. Es geht um Druck, eine Webserie, die aktuell auf YouTube läuft. Die Serie begleitet in jeder Staffel einen der Hauptcharaktere. Das sind Jugendliche, die kurz vor dem Abitur stehen, also so 17, 18 Jahre alt sind. Und wir sehen eben deren alltägliche Probleme. Klingt erstmal wie nichts Neues. Was daran aber neu ist, erkläre ich euch jetzt in den Netztrends. Bei Druck erscheinen die ganze Woche über kurze Clips, zum Beispiel Gespräche oder Erlebnisse, und zwar genau dann, wann sie auch passieren. Wenn ein Gespräch also gerade im Matheunterricht stattfindet, dann erscheint der Clip um 9.17 Uhr. Und wenn es um die Hausparty geht, die eben gegen 12 Uhr in vollem Gange ist, dann erscheint der Clip auch erst um 12 Uhr nachts. Außerdem sind die Hauptcharaktere auch auf Insta, das heißt, du kannst auch auf Instagram checken, was gerade so in deren Leben los ist. Und immer wieder gibt es auch Chatverläufe aus WhatsApp der Hauptcharaktere und auch Gruppenchats. Und ganz ehrlich, wer liebt es nicht, solche Chatverläufe zu lesen? Warum ist Druck denn jetzt so ein Hype? Ganz einfach, weil Druck irgendwie anders ist als die Serien, die wir sonst von Netflix oder aus dem Fernsehen kennen. Fans lieben vor allem die ästhetische Aufmachung und die Musik und natürlich die Charaktere. Denn bei Druck sehen wir endlich mal Menschen, die mehr als nur eine Charaktereigenschaft haben und viel komplexer sind als die sonstigen flachen Serienfiguren, die man kennt. In Druck geht es außerdem auch mal um Themen wie Panikattacken oder Depressionen und das Ganze funktioniert auch ohne die üblichen nervigen Klischees. Bei Druck gibt es also auch Jungs, die monatelang darunter leiden, dass sie sich von ihrer Freundin getrennt haben. Und es gibt auch Mädels, die sich einfach mal durchsetzen können, ohne gleich als Zicken abgestempelt zu werden. In der aktuellen Staffel begleiten wir beispielsweise Matteo, der gerade so rausfindet, dass er irgendwie doch eher auf Jungs steht als auf Mädchen. Aber ich will noch nicht zu viel spoilern. Die Serie kommt übrigens ursprünglich aus Norwegen und war dort unter dem Namen Skam, was übersetzt so viel heißt wie Scham, mega erfolgreich. Und zwar so erfolgreich, dass es mittlerweile in mehreren anderen Ländern Adaptionen der Serie gibt. Du kannst dir Druck also auf Deutsch reinziehen, aber auch was für deine Fremdsprachenkenntnisse tun und zum Beispiel Skam auf Italienisch, Französisch oder Spanisch gucken. Du kannst die Serie ja auch mal einem deiner Fremdsprachenlehrer vorschlagen, vielleicht schau dir dann auch mal einen Clip im Unterricht. Egal wo du schaust, viel Spaß dabei und Handysektor abonnieren nicht vergessen.